Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 22. April 2020, heute mit der Geek Talk Daily 808. Und wenn ihr euch jetzt wundert, weshalb heute eine zweite Geek Talk Daily Folge kommt, hier ist der Achim. Und meine Wenigkeit, der sich schon vorgestellt hat, mein Gott, der Esel immer am Schluss eigentlich. Weshalb sind wir heute zu zweit hier, Achim? Ja, weil wir hier das 808er Jubiläum feiern möchten. Genau, wir wollten ja ursprünglich das Ganze in der 800. Folge machen, haben es dann aus Termin-Dingsbums-Gründen nicht hinbekommen. Aber 808 ist auch eine coole Zahl. Und deshalb würde ich doch sagen, Achim, du hast ein paar Eckpunkten zum Daily, bevor wir dann zum größeren Teil kommen. Jo, die 808 ist wirklich eine schöne Zahl, gibt auch einen ganz tollen Drumcomputer mit der 808, aber das nur einfach mal nur so nochmal reingeschmissen. Genau, der Daily, wir haben ja ganz schön was gesammelt an Daten und auch an Infos und Statistiken jetzt über die Jahre und einfach mal wieder ein paar Zahlen rausgehauen. Der durchschnittliche Daily ist 6 Minuten und 54 Sekunden lang. Ich tendiere, glaube ich, eher in so knapp immer 5 Minuten, ist mir aufgefallen. Aber es gab auch schon ein paar Ausreißer und du bist, glaube ich, immer ein bisschen länger. Und ja, daraus ergibt sich entsprechend diese Durchschnittlänge. Ist aber auch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, in letzter Zeit bei mir auch stark zurückgegangen. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Gesundheit mitspielt und manchmal auch die Themenlage, logischerweise. Weil mittlerweile bin ich auch eher bei 4, 5 Minuten, maximal 6 Minuten angelangt. Da waren früher meine doch deutlich länger, so immer ganz nah an der 10 Minute habe ich da gekratzt, ja. Genau, du hast die Statistik versaut. Total, ja, schlimm. Genau, die durchschnittliche Größe, also Dateigröße ist 3,8 Megabyte. Das wird wahrscheinlich die wenigsten interessieren, weil es eigentlich für die meisten von uns nicht von Belang ist. Ja, aber wenn man alle Dateien aneinander reiht, dann haben wir da 7,9 Gigabyte an Daten produziert. Und wer sich das dann aneinandergereiht auch anhören möchte, der kommt zwar nicht von hier bis zum Mond, aber der ist zumindest 3,8 Tage damit komplett beschäftigt, abwechselnd den Martin, mich und auch noch den Jan von früher zu hören. Genau, Jan von früher ist ein gutes Stichwort. Der Geek Talk Daily, das tägliche Podcast-Format, hatte gestartet am 17. November 2016, damals noch mit dem Jan zusammen. Und da waren die Zeitspannen ein bisschen kurzweiliger in dem Sinn. Da gab es eine Woche Jan, eine Woche Achim und dann eine Woche Martin. Und dann begann das Ganze wieder von vorne. Und das haben wir ziemlich genau ein Jahr durchgezogen. Am 10.10. Ja gut, wenn man rechnen kann, 11 Monate. So circa, haben dann der Achim und ich alleine weitergemacht. Das genau. War vor 3 Jahren. Mein Gott, die Zeit rennt. Unglaublich. Ja, und dann vielleicht noch einen weiteren kleinen Meilenstein. Am 5.8. im letzten Jahr haben wir noch das sogenannte Shownotes-Experiment gestartet, weil ich habe einfach gesehen, dass wir neben dem, dass wir einiges an Hörer haben, die uns täglich lauschen, was wir da zu erzählen haben über die ganzen Technik-News, eben auch ganz viele Leser haben, die einfach kommen, weil da eine schöne Linksammlung mit ein paar Technikthemen drin sind und haben dann den Marcel angestellt, der das Ganze jeweils aufgebohrt hat, irgendwann morgens um 8, 9, 10 hat er dann die Shownotes nochmals überarbeitet und ein bisschen mehr Text rausgemacht. Und das hat sich dann auch am Anfang ziemlich stark oder ziemlich schnell dann noch mehr deutlicher abgezeichnet, dass wir deutlich mehr Leser als Hörer haben. Aber dann ein weiterer Meilenstein, vielleicht du wieder, Achim. Ja, am 20.12., also kurz vor Weihnachten letztes Jahr, 2019, haben wir dann das vierte Jahr gestartet vom Daily und der Martin und ich. Wir sprechen ja immer, wie machen wir weiter, und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren es und machen noch ein Jahr länger, auch wenn es zumindest bei mir halt auch durchaus schwieriger wird, weil beruflich und auch privat ganz viel passiert. Ich manchmal halt abends einfach nicht mehr in der Lage bin, es zu schaffen, dadurch er sich öfters mal nach morgens verschiebt in Daily, wenn ich dran bin. Gut, dann kam ja jetzt auch nochmal hier die ganze Corona-Situation da hinzu. Aber wir kämpfen uns durch und wir haben immer noch die 1000. Folge im Visier, würde ich sagen. Ganz weit vorne am Ende vom Tunnel steht die 1000er, genau.
Ja, und dann vielleicht bei der letzten Zusammenfassung, die wir mal so in die Richtung gemacht haben, kam dann auch die Rückmeldung, dass da Zahlen vermisst wurden. Ich habe vorher gesagt, Shownotes-Experiment, also dadurch, dass die Shownotes auch fleißig ausgearbeitet wurden und eben da die Links drin sind und eben eine tägliche Zusammenfassung ist, haben wir knapp 90.000 Visitors, die täglich draufgehen, die im Monat draufgehen. Wäre schön, wenn das täglich wäre. Und 134.000 sind es dann, die sich noch zwischendurch klicken. Also, wie heißt die andere Zahl? Du merkst, ich bin gut in diesem Marketingzeug. Die 90.000 sind die Unique und die anderen sind die Klicks. Ja. Aber Achim, wir haben ja heute nicht nur Zahlen und was zu feiern, wir haben auch ein bisschen was zu vergeben. Wir haben zwei, drei Mails rausgeschauen und ein paar zurückbekommen, ein paar erfreuliche. Genau, wir haben halt drei Partner, die mit uns die Hörer vom Daily beschenken möchten und mit uns die 808 feiern. Und da hätten wir einmal die Kollegen und Kolleginnen von AVM. Und die stellen uns einen Repeater, und zwar den 1200er, zur Verfügung für die Verlosung hier im Daily. Also ein ganz tolles Gerät. Der Martin hat dazu auch logischerweise einen Testbericht veröffentlicht. Und genau. In den Shownotes ist natürlich ein Link dazu. Dann haben wir noch die Schweizer Kollegen und Kolleginnen von Logitech. Und da müssen wir mal genau nochmal nachlesen. Die stellen uns für unsere Zuhörer zur Verfügung ein Surround Sound Gaming Headset, und zwar das G432. Und das ist halt ein 7.1 Surround Sound Gaming Headset. Ich dachte jetzt erst, das wäre alles eine Zahlenkolonne. Ich meine, ich bin ja eher Freund von einfachen Namen. Das geht mir auch so, und deshalb muss ich schauen, ob ich das auch schon mal reviewed habe im Blog. Ich habe das G433, ist die ältere Version, aber mit der höheren Nummer. Keine Ahnung weshalb, werde ich natürlich auch verlinken in den Shownotes mit drin. Namen, das ist immer so eine Glückssache bei gewissen Herstellern. Genau, und der dritte im Bunde sind Bowers und Wilkins. Und die stellen das P13 Hybrid Dual Driver Wireless Headphone zur Verfügung, was wir dann auch gerne unter unsere Hörer bringen möchten. Also drei tolle Sachen von AVM, von Logitech und von Bowers & Wilkins. Und was muss man dafür tun? Ist das schwer oder wie geht das, Martin? Das kommt ganz auf den individuellen Hörer an, aber ich glaube, unsere Hörer können das tun. Auf jeden Fall an erster Stelle ein riesen Dankeschön an AVM, an Logitech und an Bowers & Wilkins, dass sie das uns überhaupt zur Verfügung stellen. Ihr dürft ganz einfach eine Mail an uns schreiben. Entweder klickt ihr in den Shownotes oder auf daily.geektalk.ch, also auf der Webseite, auf den Link für die Mail, oder ihr tippt eigenhändig ein daily@geektalk.ch. Wichtig ist einfach nur, dass der Betreff, der da unten drunter steht, auch mit drauf ist, damit da nichts rausgefiltert wird und ihr dann auch sicherlich dabei seid. Also geht es dann um 808 Geektalk Wettbewerb oder so etwas. Es steht dann, wie gesagt, in den Shownotes mit drin. Und wer irgendeine Präferenz hat, also wer sagt, ich will unbedingt einen Repeater haben oder einen Kopfhörer oder das Wireless Headset, der soll das bitte dazu schreiben, dass, wenn er gezogen wird und es möglich ist, es keine Überschneidungen gibt, er dann auch das oder sie dann auch das Wunschprodukt bekommen kann. War das einfach erklärt, Achim? Ja, ich hätte jetzt gesagt, hier schreibt einfach eine Mail an daily@geektalk.ch und sagt, was ihr haben wollt, und wenn ihr Glück habt, habt ihr Glück. Dann macht's, wie der Achim gesagt hat. Genau. Besten Dank. Gerne. Dann würde ich doch sagen, Achim, verabschieden wir uns wieder. Genau. Ja, ich wünsche euch wie immer einen schönen, großartigen, in diesem Fall Mittwoch. Wie sagt man so schön, Bergfest, bleibt positiv. Und ja, wenn alles rund läuft, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Den Martin aber schon morgen. Genau, mich morgen, und wenn ich mich jetzt beeile, schaffen wir es unter 10 Minuten. In diesem Sinne noch einen erfolgreichen und schönen Abend, fleißiges Teilnehmen, wer Lust hat. Ansonsten bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.